Ist Jens Lehmann Ihre Nummer 1 bei der EM? Es ist im Moment so, dass die Jens Lehmann die Nummer 1 ist, weil wir seinem Können vertrauen und weil er einfach auch die letzten zwei Jahre bei uns bis auf das Spiel gegen Österreich immer hervorragende Leistungen gezeigt hat. Jetzt im Moment haben wir immer das Problem gehabt, dass er nicht gespielt hat. Und ich habe auch mal zu ihm gesagt im Dezember, es gibt keinen Freifahrtschein. Er muss es in jedem Spiel beweisen, dass er bei uns dann nachher im Turnier im Tor steht. Und im letzten Spiel waren wir eigentlich wieder sehr zufrieden mit ihm gegen die Schweiz. Hat er wieder Ruhe und Souveränität ausgestrahlt. Und wenn die Vorbereitung normal verläuft und er auch bei den Spielen, die wir haben, Weißrussland und gegen Serbien eine gute Leistung zeigt und vor allen Dingen auch im Training, dann denke ich mal, wenn alles normal läuft, dass schon auch die Jens Lehmann bei diesem Turnier und auch unser Vertrauen genießt. Herr Löw, wer wird Ihrer Meinung nach der Superstar der EM? Kann ich auch keine Prognose wagen, auch wenn ich Sie damit enttäusche. Ja. Es gibt ja immer viele Spieler, die natürlich jetzt in den letzten Jahren herausragende Leistungen in ihren Nationen gezeigt haben. Cristiano Ronaldo. Dann gibt es bestimmt einige Italiener. Es gibt Franzosen, Henri. Es gibt deutsche Spieler, die in der Lage sind, einfach auch herausragend zu spielen. Es wird sich zeigen, wer alle Spiele, und es wird ja nur ein Spieler, der wahrscheinlich dann eben auch bis ins Finale vordringt. Das ist ja immer so. Das hängt natürlich auch in starkem Maße von der Mannschaft ab. Ein Spieler, der in der Vorrunde schon ausgeschieden ist mit seiner Mannschaft, der wird nicht Spieler des Turniers werden. Also A ist wichtig, wie weit kommt die Mannschaft. Und kann ein Spieler über 6 oder 7 Spiele bei einer WM eine Top-Leistung abrufen? Welche Frau würden Sie denn gerne mal zum Abendessen einladen, Ihre Gattin ausgenommen? Cate Blanchett. Ja, finde eine sehr gute Ausstrahlung und sieht toll aus und ja, gefällt mir als Schauspielerin enorm, weil sie auch verschiedene Rollen spielen kann und da hätte ich den Wunsch, mit ihr mal einen Abend zu verbringen.